Ich bin die Hexe Querulin und wär so gerne Königin, ja Herrscherin der Meeresflut, das könnte mir gefallen gut. Doch gibt es da drei Frauen, die tun mir alles verbauen. Es sind die drei kleinen Prinzessinnen, dort tief im Meeresschloss drinnen, die Sarah und die Annika und die Rapunzel ist auch noch da. Die muss ich schnell vernichten, die Trolle werden's schon richten. Sie sollen die drei entführen, des Nachts durch Hintertüren. Dann lass ich sie erst wieder los, wenn sie mir schenken das Meeresschloss. Dann werde ich die Querulin schon bald die Wasserkönigin. Dann werde ich die Querulin schon bald die Wasserkönigin. Dann werde ich die Querulin schon bald die Wasserkönigin. So, dann werde ich mal die Trolle rufen. Hallo, ihr Trolle, kommt mal zu mir. Jawohl, jawohl, jawohl. Sei gegrüßt, Hexe Querulin. Trolle, ich habe einen Befehl für euch. Im Wasserschloss wohnen die drei Prinzessinnen Sarah, Annika und Rapunzel. Die sollt ihr für mich gefangen nehmen. Ihr habt ihr ein Zauberseil. Wenn ihr ruft, auf die Plätze, fertig, los, dann bleibt jeder daran kleben, der es berührt. Habt ihr verstanden? Jawohl. 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 Gut. Also geht los und fangt damit die Prinzessinnen. Bringt sie in mein Hexenhaus. Jawohl. 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 Na, dann wollen wir mal zum Wasserschloss gehen. Tralalala. Oh, verflixt, da stehen ja zwei Wachen vor dem Wasserschloss. Wir müssen sie überlisten. Hey, Wachen, hallo. Hier kommt ihr nicht durch. Wir sind die Wachen des Meereskönigs. Habt ihr auch schon davon gehört, dass der Zauberer Amadeus heute Wackelpudding für alle gekocht hat? Nein, ist das wahr? Ja, natürlich, aber wenn ihr noch was abbekommen wollt, müsst ihr euch beeilen. Ich glaube, er verteilt gerade die letzten Schüsseln. Wenn ihr wollt, übernehmen wir zwei, für euch drei solange den Wachdienst. Oh, super. Wackelpudding, unsere Leibspeise. Also, bis gleich, aber lasst niemand ins Wasserschloss. Ach wo, wir lassen niemanden hinein. Beeilt euch nur, sonst ist der Wackelpudding leer. Hahaha, wir haben sie überlistet. So, jetzt nichts wie rein ins Wasserschloss. Huch, wie kommt ihr denn hier rein? Euer Vater, der König, schickt uns. Wir sollen mit euch spielen. Was wollt ihr denn mit uns spielen? Wir haben ein neues Spiel. Es heißt Tauziehen. Also ihr zieht auf der einen Seite vom Seil und wir ziehen auf der anderen Seite. Und wer stärker ist, hat gewonnen. Macht ihr mit? Ja, ja, klar. Das hört sich lustig an. Also, alle schnell an das Seil. Seid ihr alle bereit? Ja, ja, ja. Auf die Plätze, fertig, los. Ha, 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 jetzt seid ihr am Seil gefangen. Los, kommt sofort mit, wir entführen euch zur Hexe Querulin. Wir schreiben nur noch einen Brief. Sehr geehrter Herr König, wenn Sie Ihre Tochter lebend zurückhaben wollen, müssen Sie der Hexe Querulin das Meeresschloss schenken und sie zur Wasserkönigin machen. Ihr seid gemein. Hilfe, Hilfe. Helft uns, Vater! Mitkommen! Hau ruck, hau ruck! Was war denn das für ein Geschrei? Oh, da liegt ja ein Zettel. Was? Meine Prinzessinnen sind entführt? Oh nein! Wie? Ich soll der Hexe das Wasserschloss schenken und sie zur Königin machen?
Oh je, oh je. Wer jammert denn hier so laut? Huch, wer bist du? Ich bin die kleine Fee, kann ich dir helfen? Ja, die Hexe Querulin hat meine Töchter entführen lassen. Sie will das Königreich der Wasserwelt dafür haben. Hast du eine Idee, was ich tun kann? Ich glaube schon. Also, zuerst gehe ich zum Zauberer Amadeus. Er kann mir einen Zauberpulver zubereiten. Mit diesem Pulver werden wir die Trolle versteinern. Und dann habe ich noch eine sehr gute Idee. Aber davon erzähle ich dir später. Zuerst hole ich das Pulver. Hallo Zauberer, bist du zu Hause? Ja, ich bin hier. Wer stört mich denn schon wieder? Ich habe doch gerade einen neuen Zauberspruch erfunden. Ich kann jetzt machen, dass es im Sommer schneit. Pass auf. Liram larum Langeweil. Ich wünsch mir einen Donnerkeil. Na also, siehst du, es klappt, ich muss nur einen richtigen Spruch aufsagen. Was willst du eigentlich bei mir? Amadeus, ich brauche deine Hilfe. Die drei Trolle haben die Prinzessinnen entführt. Jetzt will ich sie befreien. Dazu brauche ich aber dein tolles Versteinerungspulver. Kein Problem, aber du musst dazu den richtigen Spruch sagen. Er heißt Lirum Larum. Hinkelbein, alles wird sogleich zu Stein. Guck mal, was ich noch habe, ein Zauberspruch, mit dem man alles loslösen kann. Lirum larum weckel drei, dieser Spruch macht alles frei. Huch, jetzt ist mein Zauberstab davon geflogen. Na logisch, er hat sich frei gemacht. Okay, nicht schlecht. Aber jetzt muss ich los. Hast du eigentlich die drei Wachen gesehen? Ja, die wollten Wackelpudding haben. Ich weiß gar nicht, wie die darauf kommen. Ich hab sie zurück ins Schloss geschickt. Gut, also danke für das Versteinerungspulver. Schon gut. Bis bald, Lirum Larum. Was wollte ich doch gleich wieder zaubern? Also, Lirum Larum Hinkebein, alles wird sofort zu Stein, muss ich sagen. Kinder, könnt ihr mir helfen? Ich glaube, sonst vergesse ich den Spruch wieder. Lirum Larum Hinkebein, alles wird sofort zu Stein. So, hier ist das Haus der Hexe Querulin. Ah, da stehen ja die drei Trolle an der Tür. Hallo, ihr drei! Was willst du? Verschwinde! Wir sind schon bald die königlichen Wachen der Hexe, Königin Querulin. Aber dann braucht ihr unbedingt ein gutes Parfüm. Schaut mal, hier habe ich eines. Ihr könnt doch nicht stinken wie gewöhnliche Trolle. Da hat sie eigentlich recht. Kannst du uns ein bisschen von deinem guten Parfüm abgeben? Na klar, kommt nur her. Kinder, jetzt der Zauberspruch. Lirum Larum Hinkebein, alles wird sofort zu Stein. Juhu, es hat geklappt. Hey, was macht ihr mit meinem Wachen? Das siehst du doch, ich habe sie versteinert. So, und jetzt kommt mein eigentlicher Plan. Ich rufe die Wassergeister. Wassergeister aus dem Meer, kommt alle gleich zu mir jetzt her. Ihr müsst mir helfen. Die Hexe hält die Prinzessin eingefangen. Bitte befreit sie und nehmt die Hexe gefangen. So, Hexe, wir ziehen dich in die Tiefe des Meeres. Dann kannst du nie mehr Unheil anrichten. Danke, lieber Wassergeister. Danke, vielen Dank. Und jetzt noch die Prinzessinnen vom Seil befreien. Wie heißt der Zauberspruch, der alles frei macht? Ach ja, Lirum Larum Wackelbrei, dieser Spruch macht alles frei. Huch, danke, wir sind wieder frei, vielen Dank. So, jetzt gehen wir zurück ins Schloss. Das seid ihr ja, meine Lieben. Bin ich froh, euch wiederzusehen. Danke, liebe Fee, dass du sie befreit hast.
Du brauchst nicht mir zu danken. Bedanke dich bei den Wassergeistern. Vielen Dank, liebe Wassergeister. Jetzt feiern wir ein Fest. Kommt alle herbei. Wir wollen tanzen. Wir feiern heute ein großes Fest, wo jeder es sich gut gehen lässt. Die Trolle wurden zu Stein im Nu, vor denen haben wir jetzt immer Ruh. Die böse Hexe Querulin, sie muss in die tiefe Meer dahin. Die Wassergeister halfen aus. Und die Geschichte ist jetzt aus. Musik.